Ich streame fast täglich Genshin Impact auf meinem Twitch-Kanal. Falls du eine Community suchst, mit der du spielen oder von der du dir wichtige Tipps für deinen Genshin-Account holen kannst, komm zu uns auf Twitch. Jetzt sind wir tatsächlich an dem Ort, den wir vorher erkundet haben. Suche nach dem Priester. Ja, wahrscheinlich ist es Matata. Oder Mata. Nistbäume. Der Donnervogel. Okay, also es geht um den Donnervogel und die Nistbäume. Dieser Kerl wirkt komisch. Gut. Finde wieder Opfer. Also hier sind ein paar. Aber wir brauchen natürlich Federn. So, okay, ich gehe davon aus, dass das einfach unter uns ist. Yep. Very good. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Ey, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder genug Elektro-Dinger, um einmal, ein oder zweimal zu erhöhen, right? Solidify. Order guide. Teamwork is strength. Take flight. Sakura swirl. Sakura swirl. Ja, und der Pisskopf schmeißt sich wieder aus der Range. Ooh, will we find any firework materials in here? Alter, Truhen left and right, ne? Überall. Ach, Bruder. Verarschen? Hab ich gerade mit dem Stock geschlagen, der Junge? I will have order. Fuck you, boy! Fuck you! Certainly worth the extra mile. So, endlich keine Truhe mehr am Start. Da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Okay. Wie sieht's aktuell aus? Wir haben schon wieder 52 davon. Das bedeutet, meine Freunde, wir sind am Ziel angekommen. Denn wir können uns jetzt zweimal diesen Baum wieder hochballern und haben somit das Inazuma Teapot-Theme freigeschaltet. So, Abgabe. Bam. Bam. Yeah. Okay. Anwenden. Gestaltungsplan freigeschaltet. Amazing. Wo ist jetzt... Warte mal. Wir gehen einfach mal kurz in den Teapot und gucken nach. Oh, da habe ich ja so Bock drauf, ne? So krass Bock drauf, Guys. Wie beseitigt man den Nebel? Ich glaube, den einen oder anderen Teleporter und einfach die Story weitermachen, right? This realm is so, Knolle. Oh, Guys, seid ihr flipping ready für den Seideninnenhof? Hier wurde schon gegendert, meine Freunde. Ihr müsst gar nichts mehr machen. Eine hübsche Insel mit wunderschöner Landschaft. Let's fucking go. Abandon everything. I don't care.
Wir gehen rein. Oh, damn, boy. Oh, damn. Schaut euch das Wasser an. Schaut euch die Wellen. Oh, my. Oh, man kann das Wasser hier nicht einfrieren. Okay. Well, dann habe ich jetzt ein Problem. Schaut euch an, wie schön das hier wieder ist. Oh mein Gott. Und ich werde sowas von absaufen. Oder vielleicht knapp nicht. Oder vielleicht knapp nicht. Ugh. Alter, wie schön ist das Ding. Oh my goodness. Okay, das ist scheinbar das Haus. Dann gehen wir mal auf diesen Hügel hoch und gucken mal, was auf der anderen Seite ist. Lol, wie nice. Wie nice. Alter Schwede, das ist mit Abstand die beste Kanne bisher. So, ich würde gerne mal mich ein bisschen umschauen. Also, hier können wir quasi wieder bauen, ne? Dann ist hier quasi so ein Weg hoch. Oh, okay, warte mal. Da drüben ist das, wo wir bauen können. Hier führt ein Weg entlang. Und dann ist hier oben auch eine Gelegenheit, um zu bauen. Okay. Aber ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort als da, weil da hat man halt einfach diese Aussicht, ne? So, Madoromi. Und dann geht's weiter. Scheinbar hier drüber oder so? Oder kommen wir von da? Oder von wo kommen wir? Wir werden uns gleich das alles mal ansehen. Wir werden diesen ganzen Weg mal gehen, aber zuerst bauen wir da was hin. Und hier ist scheinbar die große Insel. Nodoka-Terrasse. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist sehr schwer. So, hier haben wir ein schönes Brückle und so. Oh my goodness. Das ist wunderschön. Aber das hier ist halt auch wunderschön, ne? Alleine wegen... Welche Aussicht findet ihr besser, Guys? Hier auf dieser Insel? So? Mit den beiden Steinen so? Oder würdet ihr sagen, das letzte hier? Einfach so. Wo soll ich mein großes Haus hinmachen? Oh, das ist halt schon übel schön, ne? Holy moly. Das letzte, zwei. Okay. Dann bauen wir unser Haus auf jeden Fall hier hin. Dann bauen wir jetzt mal was hin. Und wenn wir ein bisschen was gebaut haben, dann laufe ich mal durch alles durch und wir erkunden es. Bevor wir aber irgendwas machen, möchte ich noch eine Sache wissen. Monster sucht die Dankeschön für die 60 Monate, mein Du. Kuss geht raus. Und zwar, erstens... Wir haben halt sehr viele Dekorationen wieder am Start, ne? Hohes Gebäude Inazuma, ein Herz und eine Seele. Dann haben wir alle möglichen Arten von Wohnhäusern, Residenz, Feldlager, Schreine, Mauern und so weiter. Koralle aus rotem Eisen. Schirm aus glühendem Stein. Ne? Verschiedene Brunnen und so. Aber... Wir haben doch irgendwo so ein Onsen-Teil, oder? Irgendwo haben wir so ein Ding, wo wir
quasi baden können? Das würde ich gerne mal machen. Traditioneller Schwertständer. Ah, echte Koch. Ein Spielzeug. Fuchsspielzeug. Exorzismusschirm. Oh Gott. So, ist es das hier? Quelle? Das muss es sein. Äußere Quellenmauer, kletterfest. Fester Halt. Ah, da können wir quasi die Quelle zumauern, damit uns niemand beobachten kann beim Baden. Thermalband der Wachsamkeit. Oh, please. Gib mir das Ski. 1000 Schläge. Dies ist ein Ort, an dem wahre Schwertkunst ist geschmiedet. Hier sind viele Erbclan-Schwerter aufgereiht und feierlich auf Rüstung. Ah, okay. Flüchtige Träume. Truppenübungsplatz. Cool. Okay. Dann würde ich behaupten, machen wir die einfach mal. So, und zwar brauche ich zuerst noch ein paar davon. Please and thank you. Ich habe schon lange nichts mehr gemacht, ne? Eieiei. Dekoration herstellen. Also. Oh, vor allem müssen wir wahrscheinlich noch farmen, ne? Nein, das Ding kriegen wir einfach nur für Eisen. Alright. Geisterwolkenbecken haben wir aber schon. Aha. Wo sind die Dinge, die ich... Wo sind die... Sind das etwa keine Baupläne, sondern habe ich die dann einfach oder wie? Ha, ich dachte, das sind Baupläne. Oh, okay. Never mind. If you ever have... So. Kurones Senpai. Dankeschön für den Support. So, was ich mir jetzt auf jeden Fall unbedingt anschauen will, ist das Innere. Right? So, was ist das hier? Oh. Schiebetüren. Okay. Yeah. Alright, also. Drei Räume haben wir hier. Und hier ist noch ein kleiner Abstellraum hinter dem, hinter der Wand hier. Und dann geht's auch schon in den oberen Bereich. Also das Haus scheint kleiner zu sein. Und das ist dann ein großer Raum. Und hier auch nochmal. Huh. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Bisher das kleinste Haus von all... Muss nicht unbedingt schlecht sein. Right? Muss nicht unbedingt bad sein. Aber die anderen Häuser gefallen mir auch sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, oh shit, das ist es. Aber wir schauen mal. Alter, der View. Der View ist einfach insane. Gut, dann bauen wir mal eine Runde. So, meine Freunde. Zeit für den kleinen Showcase des ganzen Gedönses hier. Wir haben jetzt ein bisschen was gebaut. Noch nicht allzu viel, da noch schwebende Steine und Inseln freigeschaltet werden können. Auf die ich sehr viel bauen möchte. Deswegen wollte ich jetzt noch nicht zu viel machen, aber... Wir haben hier schon mal einiges am Start. So. Das sind unsere Fischis hier. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir dafür hier jetzt einfach mal Sayu ins Team, denn sonst wird es eine lange Lauferei werden hier. So, wir haben also unser Onsen und unseren Fischtank hier schon mal am Start. Ansonsten noch nicht wirklich viel hier auf dieser Insel. Aber, warte mal, geht's hier lang? Nee, da lang. Da hoch, genau.
Genau, wir gehen jetzt einfach mal die Inseln so ein bisschen ab. So. Ja, das mit dem Platz ist halt echt ein Problem, ne? Weil man könnte so viel mehr dahin klatschen auf diese Plätze, wenn der Platz nicht so krass begrenzt wäre. Vielleicht wird es irgendwann mal nicht mehr ein Problem sein. Das Ding ist ja, dass sie auch die Artefakte und so so gemacht haben, dass man jetzt mehr Artefakte reinnehmen kann, right? Von, ich glaube, 1000 auf 1500 Artefakte und so. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und vielleicht machen sie das auch für die Geschichte hier. So. Einladen. Ah. Ah, okay. Okay. Hier kann man also sehen, welche Charakter in diesen Dingern hier. Scooby, dankeschön für die 5 Euro. Genau, wenn wir jetzt Zhongli zum Beispiel nehmen oder Yanfei oder Xingqiu oder Ningguan und so weiter und sie in unsere Welt irgendwo hin platzieren, dann erscheinen die hier. Und da kann man die ansprechen und dann geben die einem irgendwie ein Item. Und hier haben wir nochmal so ein Ding. Ein Dorf mit Yona, Ember und Razor. Okay. Ja, sowas sollte es mehr geben. Ne? So vorgefertigte Geschichten. Aber auch das. Ich meine, guckt euch mal den Platz an. Und schaut mal, wie wenig wir davon verwendet haben. Es ist schon crazy. Also die müssen irgendwie... Oh, wow. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin von der unsichtbaren... Brücke gefallen. Die müssen das irgendwie mit dem Platz irgendwie ein bisschen fixen, ne? So. Hier ist quasi ein kleines Hilichurli-Dorf mit ein paar Schweinen und so, ein paar Störchen. Und dann gehen wir hier durch. Das ist actually eine sehr schöne Umgebung. Ich finde das so viel schöner als in den anderen Pots gemacht, dass man hier einfach durch die Natur läuft und das Ganze fühlt sich dann so ein bisschen natürlicher an, right? Leider kann man hier nichts hinbauen, aber naja. Und dann haben wir hier diese Brücke und hier ist unser Haus, was noch komplett leer steht, weil ich nicht weiß, ob ich das Haus verwende oder ein anderes. Mal sehen. Und hier habe ich gar nicht so viel hingebaut, einfach weil es ein bisschen, naja, das Ganze soll eher funktioneller sein hier für den Moment. Naja, Hauptsache den Garten, Hauptsache die Schmiede und Hauptsache den Crafting Table haben wir am Start. Aber ja. Ich würde sagen, dann ballern wir hier auch mal noch ein paar Leute hin, ne? Einfach damit wir es noch gefüllt haben. Wie gesagt, die schwebenden Inseln werden kommen und dann werde ich einiges da drauf bauen. Aber jetzt für den Moment machen wir das mal so. Okay, wen haben wir denn noch nicht auf Friendship Level over 9000, Alter? Also Ningguang auf jeden Fall nicht. Boah, wen habe ich auch noch nicht auf Friendship Level 10? Boah, das ist eine gute Frage, Alter. Kecking? So, wo ballern wir Keqing hin? Hier. Albedo habe ich, glaube ich, auch auf 10, ne? Ha. Huh. Yanfei habe ich bestimmt nicht auf 10. Right? Wir machen jetzt einfach mal die ganzen Charakter dahin. Sarah habe ich definitiv nicht. Ah, da haben wir schon das erste Problemchen. Okay.
Moment, dann machen wir das mal ganz kurz so. Dann holen wir hier hin die neuesten Charakter, die wir so noch nicht gesehen haben. Und das ist zum Beispiel Aloy. Und vielleicht Sarah oder so. Ja, und dann vielleicht noch Shogun Raiden. So, dann machen wir auf die anderen Inseln. Hier würde zum Beispiel Razor ganz gut hinpassen. Ne, zumal er ja hier auch so ein Ding hat. So. Und wer chillt noch hier? Vielleicht Jinyan. Und... Maybe Kitching? Ah ja. Hier lassen wir dann... Wen lassen wir denn hier? Wen habe ich denn noch nicht auf fucking 10? Habe ich Shinkyu? Shinkyu ist wahrscheinlich noch lange nicht auf 10. Right? Weil ich den nie verwende. Ja. Ich denke, das passt. Ich denke, das passt. Für den Moment. Okay. Nice. Dann haben wir jetzt also unsere Kanne. Und nun geht's zurück. Habe ich wie viele Teleporter? Ich würde halt gern hier noch hoch. Ne? Das wäre halt schon sick. Aber schauen wir erstmal. So. Das Spiel wurde aktualisiert. Bitte melde dich erneut an, um die neueste Version spielen zu können. Okay, dann machen wir das.